guten Abend miteinander. Heute laden wir Sie ein zur Modekreuzfahrt 88. Kommen Sie mit an Bord und schnuppern Sie den frischen Modewind, der jetzt in Ihrem Probewarenhaus bläst. Neue Frühlingsmode. In Ihrem Grobwarenhaus. Nicht nur davon träumen, jetzt Ihrem Grobwarenhaus holen. Und mit ein bisschen Glück eine Kreuzfahrt und weitere attraktive Preise gewinnen. Dass Kalbfleisch nicht unbedingt muss teuer sein, möchte ich Ihnen mit dem heutigen Rezept beweisen. Der Kolbmetzger hat diese Kalbsbrust zu einer Tasche geschnitten. Es ist ein saftiges Stück vom günstigen Vorderviertel. Für die Füllung nach Florentiner Art habe ich Blattspinatler aufgetaucht, habe ihn grob gehackt, mit zwei vergewirlten Eiern, Paniermehl, Salz und Pfeffer gut vermischt. Und jetzt fülle ich die Kalbsbrust mit dieser Masse. Dann verschließe ich sie mit Zahnstocher und Schnur und streiche sie mit Senf und Öl ein. Die Kalbsbrust wird dann im Ofen 1 bis 1,5 Stunden braten. Etwa die mit Weisswein begiessen. Sie wissen es, vor dem Anrichten muss man ja den Broten immer ein paar Minuten stehen. Am besten passen hier dazu Salz, Herdöpfel und verschiedene Salate. Ich kann Ihnen versichern, es ist genauso gut, wie es aussieht. Und das Rezept finden Sie auch in der Coop-Zeitung. Einen guten. Zum Anfangen der aktuelle Preisschlager. Jedes Paar Avela Damenstrumpfhose 50 Rappen günstiger. Zum Beispiel ein Paar Pratti statt 1,95 nur 1,45. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop eine Flasche Sinalco statt 1,45 nur 95 Rappen. 5 Sorten Arnischocke im Duplopack statt 2,60 nur 1,95. Importeier in der 10er-Packung statt 2,10 nur 1,55. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag Schamutti Orange in der Tragtasche, das Kilo nur 1,30. Und im Netz je Kilo für nur 1,40. Auf Wiedersehen miteinander.